So if you need a headset, make sure you get hold of one, because only one of us will speak in English. Herzlich willkommen zu diesem Panel. Welcome everyone to this panel. Wir machen einen Auftakt zu einem Thema, das noch weiter fortgeführt werden will, das in einem etwas sonderbaren Verhältnis zu den anderen Themen steht. Es geht nämlich um Bildung und damit um die Frage, wie die Problemlagen der Postwachstumsgesellschaft oder eher das Fahrrad, das ein bisschen zu schnell fährt, wie gerade von Barbara Muraka treffend vorgetragen, wie dieses Fahrrad mit den Problemlagen der Bildung oder, wenn man so will, mit den Problemlagen der Bildungssysteme zusammenhängt. Wenn wir so über Bildung reden, dann reden wir meines Erachtens immer über den ganzen Rest auch. Dann geht es immer auch um fast alle Narrative der Modernisierung, um Ressourcen und deren ungerechte Verteilung einerseits oder mit Latouche um das soziale Imaginäre, was gerade schon sehr ausführlich diskutiert wurde. Dann geht es auch um Menschenbilder, um Anthropologie, aber auch um Demografie. Dann geht es um den Staat und die Wirtschaft, wie oft auch in den Mainstream-Diskussionen zur Bildung thematisiert und die Rolle des Wohlfahrtsstaats darin oder die lokale und globale Organisation von Arbeit und allem, was mit Arbeit dann gemeint sein kann, also auf Englisch dann Work, Labor, Reproduktion oder auch Entfremdung. Dann geht es um das sonderbare Verhältnis von Wissen, Können und Macht, die problematische Rolle von Wissenschaft, von Aufklärung. Dann geht es um Kolonialisierung, um den globalen Süden und den globalen Norden und nicht zuletzt, wie besonders in den Debatten um Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung oft thematisiert, in die Gerechtigkeit innerhalb der Generationen und zwischen den Generationen. Wenn wir dann so über Bildung reden, im Zusammenhang mit Transformationen, im Zusammenhang mit den Zielen, die hier diskutiert werden, dann denken wir immer in zwei Richtungen, und zwar so verstrickt in zwei Richtungen, dass man die vielleicht nicht auseinanderkriegt. Nämlich, wie das Bildungssystem geändert werden kann, so sehr sich der Rest ändert, und wie der Rest geändert werden kann, so sehr sich das Bildungssystem ändert. Das Ziel unseres Podiums ist, hier einen Überblick zu geben, da einige andere Themen noch aufgegriffen werden, die heute Morgen in der Keynote von Barbara Muraka jetzt und eben die nächsten Tage noch weiter diskutiert werden. Ein Überblick nämlich darüber, welche Zusammenhänge es gibt zwischen Bildung und Postwachstum, wie diese Zusammenhänge zu den Zielen stehen, die hier diskutiert werden, welche Schwierigkeiten sich dementsprechend zwischen Bildung und Postwachstum auftun und welche Potenziale vielleicht auch zur Gestaltung. Zur Erörterung dieser Frage haben wir ein, wie ich finde, beeindruckendes Panel hier sitzen, das einiges an Wissen, Erfahrung diskutieren wird und auch meines Erachtens, ich sehe es schon auf mich zukommen als Moderator, große Ziele formulieren wird. Hier zur Rechten sitzt Helena Norberg-Hodge, die seit geraumer Zeit, nämlich 40 Jahren, die Veränderungen und Wirkungen des globalen Wirtschaftssystems beobachtet und dazu sehr bekannte, einige werden die Dokumente und Filme kennen, Werke herausgebracht hat, unter anderem den Film Economies of Happiness, der in 50 Sprachen übersetzt wurde, oder das Buch und der Film Ancient Future. Und nicht zuletzt natürlich die Auszeichnung mit dem Right Livelihood Award zu ihren Arbeiten in Ladakh, auch bekannt als Little Tibet. Neben ihr sitzt Barbara Muraka, die, glaube ich, jetzt schon viermal vorgestellt worden sein muss. Ich werde das trotzdem noch einmal machen, vielleicht kannst du es dir dann, verbinden. Sie ist also hier, glaube ich, einigen bekannt, Umweltphilosophin, politische Philosophin,
die schon länger aus philosophischer Perspektive zu Postwachstum schreibt und Autorin einer der ersten Texte in der deutschen Sprache zu diesem Thema ist. Sie war so spontan sehr kurzfristig einzuspringen für Ute Stoltenberg, Professorin der Nachhaltigkeitswissenschaft, die eigentlich hier eingeladen war, die leider aus familiären Gründen sehr kurzfristig absagen musste. Und dann neben ihr sitzt Bertrand Stern, seines Zeichens freischaffender Philosoph und Zivilisationskritiker, der plädiert, und ich glaube, dieses Plädoyer auch uns nochmal halten wird, würde ich jedenfalls hoffen, dazu, dass wir aus der Schule ausbrechen müssen, wie er es formuliert. Ich selbst bin Jeremias Herlack, mein Hintergrund ist die Soziologie und promoviere an der Universität Lüneburg. Als Jüngster in der Runde und auch Neuling zu einigen dieser Fragen nehme ich mir jetzt die Freiheit, ungeduldig auf die Uhr zu schauen, ein paar dumme Fragen zu stellen. Und nicht zuletzt sollte es nötig sein, die obligatorische Frage, was tun? Bevor wir dementsprechend in die Diskussion kommen, möchte ich Sie drei einladen, jeweils eine Stellungnahme zu formulieren, die Auftakt ist für eine Kontroverse oder eine Diskussion zu den Fragen, die ich aufgeworfen habe, also die Problemlagen des Postwachstums einerseits und der Bildung andererseits. Danach werden wir unter uns ein paar Fragen klären und die Diskussion starten. Das wird in etwa eine Dreiviertelstunde sein, zusammengenommen, um dann Sie und euch zu bitten, auch gleich, wenn wir loslegen mit der Diskussion, auf den Zetteln, die rumgereicht werden, Fragen zu formulieren oder Statements, die euch selbst am Herzen liegen, die wir dann dementsprechend ordnen werden. Irgendwie werden wir zwischendurch an der Stränge zurückgehen und dann zu mir kommen, um dann hier diskutiert zu werden. Wir machen aus inhaltlichen Gründen den Anfang mit Helena Norbert-Kotsch und werden dann fortfahren mit Bertrand und Barbara. Und ich bin sehr gespannt, was die nächsten drei Stunden passieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich beherrsche eigentlich Deutsch, aber mir wird gesagt, dass es genauso gut geht auf Englisch, und das ist mir lieber. Also ich werde jetzt auf Englisch reden, aber ich kann auch gerne auf Fragen auf Deutsch antworten. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit, weil ich so lange nicht mehr in Deutschland bin. I'm coming from a very global perspective, but I think it's a rare perspective because it comes from experiences at the grassroots. I believe that we urgently need a very big picture, a very global picture, but one that is deeper. And therefore, I think we need, urgently need, education and information across the boundaries, particularly between the so-called global north and the global south. And in the global south, I am coming from a lot of experience, 40 years of experience, in an ancient Tibetan culture called Ladakh. But I also worked over 5 years in Bhutan, not staying there the whole time, but going back and forth. And because the book Ancient Futures and the film were translated into so many languages, I've had contact with dozens of different cultures and communities across the world. For me, we all know, we discussed already, the link between education and the economy. But I think we need to keep reminding ourselves that this economic system, what we call the economy, is of course this modern project. And it started with education as a forceful pressure to bring people into industrial production. In Ladakh, I witnessed how traditionally children learned from their elders
there was no segregation, first of all, into monoculture. Not separating children into separate age groups is already a very, very important way of ensuring greater cooperation instead of competition. When you put 31-year-old children in a room, they literally cannot help each other. You get elbows, competition. You put children together between the age of 1 and, with adults, the age of 1 and 80, you get a completely different modus operandi. You get a completely different natural response, which is that even the 3-year-old will help the 1-year-old. The 80-year-old can offer wisdom. Even the 5-year-old offers wisdom when 2 and 3-year-olds squabble. I observed this, I lived with this for many, many years, and so I'm convinced that this is one of the main things we need to change. Not separating children into monocultures, which ends up being rather like the factory farming when you put 1,000 chickens into a cement factory and they can only fight each other. This is the one of the many, many things that we can learn by observing cultures that are still operating in a more traditional way. But I do want to warn that the idea that Western schooling is the way forward is an idea that has now spread across the globe to the villages of China, to the deepest part of Africa, South America. Parents have been made to believe that the only way forward for their children is to do everything, go into debt, to put them into a school, which they see as a ticket to a better life in the city, hopefully as an engineer or doctor. We need so urgently to have a dialogue with those villagers, with those traditional peoples, because part of this type of schooling is a direct force that leads to mass urbanization. Another issue that we need to discuss urgently in the light of a new economy. We need a better balance between city and country, and education is a central part of how we change that modality. The urbanization we're witnessing is, as I say, fundamentally linked to the idea that the better life is the modern Western urban consumer culture. And that message is being disseminated through schooling, through the media, through academia, and now through most scientific research that will tell us that we will use fewer resources if we all move into high-rise cities. There is a dominant education that's going on through schooling and the public media, which argues that in order to save the planet, we should all move into the city. This is a longer discussion, but I fundamentally, passionately disagree with this and can give you a lot of evidence that it's not the case. In terms of schooling, what I've also seen, of course, is the cutting off from the land, from nature. So even the schools in the villages put children essentially into a cement box without windows. They learn nothing about their specific diverse resources, the differences in climate. They come out learning really nothing about a practical and healthy way of using local resources for a healthy, strong local economy. Nothing. If they learn about how to grow food, it happens at university. And then they go to technical institutes where food production becomes a few varieties of corporate seeds, a few varieties of chemicals and pesticides. And so the education system is directly linked also to the loss of biodiversity. If they learn how to build a house, again, it will not be in the most transformative years. It will be at university, and it will be how to use modern industrial cement, plastics, materials that have masses of prefabricated energy in them. They embody a lot of energy, they're very polluting. But how to use the local stone, the local wood, the local materials is not part of the curriculum from
from year one to the PhD or in the postdoc. So I think this bigger picture, particularly looking at this fundamentally different baseline of how did people learn when they lived in more indigenous and more sustainable ways, is vitally important. It's not to say, of course, that those ways were perfect. It's not to say that we can all go back to that way of life. But there is a tremendous amount that we can learn from looking at that bigger picture. I also, from my international work, am seeing that the education that we now need to reach a wider audience about the urgent need for a major turn in the direction of the economy, that information is not getting out through academia, through mainstream science, through the media. Almost all the avenues of knowledge have been colonized. They've been colonized by what I see as an economic system that is almost like a machine. It's a conspiracy, but it is not a conscious conspiracy. I see this structural relationship between ever more narrow, removed knowledge systems, ever more narrow, specialized thinking, and large-scale economic operations. And this scale, linked with narrow knowledge, is a conspiracy that threatens life on Earth. I am shocked to find that in most of the audiences I speak to, in any different countries, people are interested in economic change, are interested in food and farming. Most people have not heard of Via Campesina. How many of you have heard of Via Campesina? You are the star audience of every audience I have had in the last 20 years. In my organization, we've been trying to raise awareness about how the deregulation of trade and finance are the vehicle whereby big is getting bigger in the economy. It's the vehicle whereby banks and corporations are able to say to governments, if you don't do as I say, we will go elsewhere. This mobility of the banks and corporations through trade treaties is the most important single point I think we need to look at. And there, in terms of education, we need to look at the lack of public information about this very, very important trajectory. Via Campesina, being the biggest social movement in the world, 200 million plus, some people estimate 300 million small farmers. From Japan to South America, Norway, groups of farmers have recognized that this trade trajectory, this deregulation of trade and finance is destroying them, and they have tried to speak out. Now, as I say, in most audiences where I speak, even just yesterday or the day before in Italy, in an audience of 500, only two people had heard of Via Campesina. This is, for me, it's a very good way of trying to explain about my concern that the information is not getting out, and particularly the centrally important information, because this trajectory of what the economic system does through deregulating global players, how it affects small farmers, is one of the most important indicators of how we are going to turn things in a healthier direction. In other words, we need what I call localization instead of globalization. And I'm so glad to see here at this conference a wide consensus on the need for deregulation or localization. There are millions of projects around the world that show the multiple benefits of strengthening the local community fabric and the local communion, the deeper communion with local ecosystems, with local kinds.
It's a spiritual connection. It's a connection that every spiritual tradition has told us about, the oneness of life, and the experience of the oneness of life is one that we can regain structurally by helping to rebuild local economies with a focus on local food systems. So everything from permaculture, farmers markets, CSAs, rebuilding small-scale diversified food production is the best way to reduce our ecological footprint and to heal ourselves as human beings, to reconnect to the natural world and to one another. So this is also what we call the economics of happiness. And education for the economics of happiness starts with public education, but has to translate into a fundamental change at the level of schooling. And as we rethink that fundamental change, we need to be aware that we have to see through a lot of propaganda that has built up in academia and in science, because the funding for the research, the funding for the books that get out widely, even the money on the internet, even the Googles and the giants on the internet, we have to actively look beyond ideas and knowledge that have lots of money behind them, towards ideas and knowledge that have lots of experience behind them. Experience of the ecological realities that are the economy, that are our home. And reconnecting with that home is a need that is making itself very, very clear. And that is why when you have more information about what's going on around the world, you can also take heart in a conviction that human nature is not the underlying problem. Human nature is demonstrating a longing for connection, for deeper connections between human beings and between human beings and nature. Thank you. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde jetzt auf Deutsch weitermachen. Mit einem Referat, das aus drei Teilen besteht. Kapitel 1: Können Missverständnisse und Verwechslungen vermieden werden? Dort, wo Begriffe oft undefiniert und schwammig verwendet werden, möchte ich als Philosoph, und der Begriff heißt ja jemand, der die Weisheit liebt, um folgenschwere Verwechslungen zu vermeiden, zunächst bestimmte Begriffe erläutern. Uns allen dürfte ja klar sein, dass Fragen der autonomen Mobilität des Menschen nicht den Ingenieuren, den Verkehrsplanern, den Vermarktern und so weiter überlassen und folglich nicht unter dem bloßen Gesichtspunkt der Technomobilität betrachtet werden sollen. Dieser normativen Entmündigung können wir nur entgegenwirken durch ein anderes Verständnis und eine andere Definition der freiheitlichen Mobilität als jene ihrer zivilisatorischen Entfremdung oder Verfremdung. Mein Ansinnen, eine Begriffsbestimmung, geht weit über die Frage der bloßen Bildung hinaus. Es ist, wenn Sie so wollen, ein ethisches Ansinnen. Ähnliche Verwechslungen finde ich beispielsweise erstens, wenn Bildung gemeint ist. Das ist ein Gemeingut, das ist ein Commons, wie Silke Helfrich gestern gesagt hätte, also das Konvivial, aber dann von Schule gesprochen wird. Das ist dann eine Institution. Zweitens, wenn das gemeinte Leben, meinetwegen das Buen Vivir oder das Gute Leben, wie wir vorhin hörten, zur bloßen Existenz verfremdet wird, mit ihrem unendlichen Kampf um Arbeit, um Malore oder wie die Schweizer sagen, ums Krampfen, als Mittel zu Erfolg, zu Anerkennung, zu Geld, zu Konsum und anderen, jedwede andere Lebensvorstellung wird hierdurch schlicht verunmöglicht. Wenn drittens Infrastrukturen,
Einrichtungen, Märkte gemeint sind, aber dann Institutionen angeführt werden, Institutionen, die sozusagen definitionsgemäß entmündigend und bevormundend sind, die zweitens durch ihre dichotom-pyramidale, durch ihre, wie Ivan Illich sagt, expertokratische Gestaltung sich als zutiefst demokratiewidrig erweisen. Institutionen, die drittens nach einer Macht- und Monopolstellung streben, die also megalomanisch sind, größenwahnsinnig. Institutionen, die viertens aus Subjekten abhängige Objekte machen, die fünftens nur noch in ihretwegen bestehen und folglich weitgehend unveränderbar sind. Sechstens Institutionen, die das Eigentliche, etwa Bildung, aber auch Gesundheit, Mobilität oder Kommunikation, der allgemeinen und persönlichen Kompetenz entziehen und als Alibi für einen Fortschritt missbrauchen, ohne dem eigentlichen Ansinnen je zu dienen. Und schließlich ein Missverständnis ist, wenn übrigens das englische Wort Education fälschlich mit Erziehung oder Schule übersetzt oder verwechselt wird, gemeint ist beim englischen Education nun mal Bildung oder vielleicht Akkulturation, um ein Fremdwort zu gebrauchen. Ich hoffe, dass mir diese Klarheit nicht als haarspalterische Kleinigkeit vorgeworfen wird. Gerade in einem Bereich, den allzu oft Zweideutigkeit kennzeichnet, möge die erforderliche Klarheit dem Verständnis und dem dialogischen Austausch dienen. Denn, nicht wahr, es geht nicht um ein Ding, um eine Sache, sondern es geht um eine Einstellung, wenn Sie so wollen, um eine ethische Haltung. Zweitens, Schule versucht eine Annäherung. Was ist überhaupt unter Schule zu verstehen? In Deutschland zunächst ein staatlich besetztes, ein reglementiertes und ein staatlich sanktioniertes Feld, geschützt durch eine Schulpflicht. Wer dem Schulanwesenheitszwang zuwiderhandelt, muss mit entsprechenden juristisch-polizeilichen, medikalisch-psychiatrischen Sanktionen rechnen. Insofern stellt diese Schule aus der Sicht jener Betroffenen, die sich ihr weshalb auch immer verweigern sollten, einen krassen Fall von struktureller Gewalt dar. Allgemein gesehen weist die Schule alle Merkmale von Institutionen auf. Ich möchte ein paar aufzählen. Menschen erstens werden zu abhängigen Objekten, sozusagen zu Dienern. Hier als Steigerung der Diskriminierung gar zu Kindern, zu Zöglingen, noch schlimmer, zu Schülern degradiert, die möglichst erfolgreich eine lebenslange Koppelung von Bildung an Schule und ihren Erfolg verinnerlicht haben werden. Zweitens, auch das Vermögen eines jeden Menschen, frei sich zu bilden, wird zu Schulinhalten verfremdet. Aus den urmenschlichen Potenzialen und Bedürfnissen zu entdecken, zu erfahren, zu begreifen, zu erkunden, zu praktizieren, nachzudenken, sich mitzuteilen und vieles anderes mehr, wird ein zielgerichtetes Lernen, dieses schulbedingte und an Schule gebundene Einspeichern, dieses Anhäufen, dieses Reinwürgen, wird durch ein Üben unterstützt, wird durch eine Prüfung sanktioniert, bevor es oftmals alsbald wieder ausgekotzt und vergessen werden muss. Aus einer biologischen, neurophysiologischen Sicht muss solch stressvolles schulisches Lernen schlicht als kontraproduktive Gewalt betrachtet werden. Schlimmer noch, welches sind die sakrosankten Inhalte dieses Lernens? Der weitgehend uniformierte Schulkanon besteht aus steril verpackten, aus künstlich verknappten Wissenspaketen, aus atomisierten Wissensgütern, die dank einer monopolartigen Enteignung durch die Institution Schule der Allgemeinheit und jeder einzelnen Person vorenthalten werden. Drittens,
Der postulierte Vorwand einer gesellschaftlichen Demokratisierung durch die Schule lässt sich schon deshalb ad absurdum führen, weil die vor- und antidemokratische Gestaltung dieser Institution Schule an sich eine wirklich subjekthafte partizipatorische Bildungspraxis kategorisch ausschließt. Weiter. Institutionen sind nun mal immer komplizierter und kostspieliger als das, was Menschen vermögen, wenn sie statt gegen den Fluss des Lebens im Einklang mit der Seinsdynamik handeln. Dieses Kontraproduktive lässt sich nur auflösen durch unbedingte Rückübertragung der eigentlichen Kompetenz an alle involvierten Akteure. Auch wenn sie vorgehen, durch Kritik eine Reform zu erfahren, reproduzieren sich Institutionen immer wieder, erneuern und verankern sich und bauen ihre enteignende Wirkung aus. Daher ist eine noch so modernistisch sich gebende Schulreform so abwegig wie etwa eine Reform der Medizin, des Verkehrs oder der Gefängnisse. Zudem hegen und pflegen Institutionen ein quasi religiöses System von Mythen und Normen mit Orten, Zeiten, Formen, Inhalten, Zielen, Erfolgen, aber auch Autoritäten. Hierzu gehört insbesondere eine spezifische Gestaltung des unentwegten Wettbewerbs. Diese pyramidale Selektion fördert die wenigen Erfolgreichen und stempelt die wenig Erfolgreichen als Versager ab. Der Gipfel dieser Auslese ist die wahrlich unmenschliche, demokratiewidrige und sinnlose Stigmatisierung der als bildungsfern, den oft diffamierten Menschen. Kein Mensch ist bildungsfern. Realita spiegeln die bildungsfernen Schichten lediglich das Versagen schulischer Ansprüche wider. Das dritte und letzte Kapitel. Vom Ausbruch zum Visionär aus gutem Grunde und auf gutem Grunde. Geht es uns darum, dass Menschen zu ihrem Leben, zu ihrem Wohlsein, zu ihrem Glück an Wissen gelangen? Weshalb dann durch künstlich erzeugte und zu überwindende Widerstände und durch die kontraproduktive Schule gegen sie vorgehen? Würde ihnen durch optimale Infrastrukturen unmittelbar die Möglichkeit geboten werden, in Übereinstimmung mit dem lebendigen, menschlichen, sachlichen, auch dem freiheitlichen, demokratischen voranzukommen, könnten Menschen wahrlich viel Energie und Dynamik entfalten, die im Einklang mit ihren natürlichen Potenzialen leben und frei sich bilden. Gewiss ist eine unabdingbare Voraussetzung hierfür der Wandel vom herrschenden zivilisatorisch bedingten Misstrauen hin zum grundlegenden Vertrauen in die Lebenspotenzen des Subjekts. Und damit tangiert dieser ethische Punkt unmittelbar die Frage des Ausbruchs aus einer auf Wachstum hin orientierten Zivilisation hin zu einer auf das Lebendige und Menschliche hin gestalteten Kultur- und Lebensformen. Eine Form dieses Vertrauens ist beispielsweise das Wissen darum, dass der Mensch, wohlgemerkt, nicht bloß das sogenannte Kind, nein, der Mensch sein Leben lang stets das erfährt, was ihm zu diesem Zeitpunkt und in dieser Situation wichtig ist. Auf eigene Art, oftmals chaotisch, vielfältig, jedenfalls anders, als Schulpädagogen es sich vorstellen und es gerne vorschreiben. Deshalb ist dieser Punkt so viel effizienter, so viel nachhaltiger, auch günstiger als alle schulpädagogischen Maßnahmen. Daher ist die Überwindung der selbstmörderischen Wachstumsideologie weit mehr als nur ein finanzielles Problem, mehr als eine Frage der Ausbeutung der Welt oder der Natur oder der Menschen, mehr als eine Angelegenheit von Frieden statt Krieg und Eroberung. Der Ausbruch aus den in Sackgassen führenden zivilisatorischen Ambitionen setzt das Bewusstsein voraus, dass er eine totalitär verschulte Welt auf der Grundlage einer faschistoid gestalteten Schulideologie nicht wollen können. Was muss geschehen,
damit jeder Person mit Respekt begegnet wird. Es müssen, wie ich meine, die erforderlichen Infrastrukturen erschaffen werden, damit ein jeder Mensch, der seinen natürlichen Hunger nach Sozialität und Bildung befriedigen will, sich in die Landschaft der freien Bildung einbringen kann. Auf dem Wege dahin schlage ich schließlich drei sich ergänzende und unmittelbar betreffende Maßnahmen vor. Erstens, sich konkret für die Verwirklichung der vorhin gemeinten Landschaften der freien Bildung einsetzen. Zweitens, sich selbst als Träger und Präger von Bildung in diese Infrastrukturen aktiv einbringen, wodurch Bildung ein wirklich persönlich gelebtes Ansinnen ist, was sich insbesondere in der bewusst rückbezüglichen Aussage artikuliert, frei sich bilden. Und drittens, aus dieser festen Überzeugung heraus, unsere Mitmenschen aktiv, konkret, innovativ, human und würdevoll begleiten und bei einer möglichen Schulverweigerung sogar juristisch und politisch gesetzgeberisch. Schließlich, lassen wir uns vom Motto dieser Konferenz bitte sehr nicht negativ manipulieren. Die wesentlichen Anliegen menschlichen Daseins, etwa Liebe, Freiheit, Würde und eben auch frei sich bilden. Sie sollen nicht schrumpfen, sie sollen im Gegenteil die Möglichkeit haben, danach zu schreien, sich zu entfesseln und endlich zu wachsen, zu gedeihen. Daher bitte Schluss mit der krebsartig wuchernden Ideologie der Beschulung. Die Würdigung des Menschen bedingt sein selbstverständliches Recht, dass er zunehmend immer mehr unbegrenzt selbstverständlich frei sich bilden kann. Herzlichen Dank. Hallo, ich werde diesmal auf Deutsch sprechen. Wie ihr sie gehört habt, bin ich ziemlich kurzfristig für Ute Stoltenberg eingesprungen und deswegen werde ich ein paar Gedanken einfach hier sagen. Bei Ute Stoltenberg oder von Ute Stoltenberg habe ich gelernt, all das, was ich über Bildung weiß. Ich bin keine Bildungsexpertin. Das insofern ist mir natürlich eine Ehre, dass ich für Sie hier sozusagen stehe. Und wir teilen einige fundamentale Überzeugungen. Und das hat mit dem, was jetzt meine Vorrednerinnen gesagt haben. Was ich gelernt habe von ihr, ist, was Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bedeutet. Und würde dazu ein paar Worte sagen und dann die Brücke schlagen zu meiner Vorrednerin. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist nicht Bildung, die uns etwas lehrt, was eine nachhaltige Entwicklung ist. Es geht nicht um Inhalte, die uns erzählen, wo die ökologischen Grenzen sind. Das alles ist schön und gut. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass wenn wir Nachhaltigkeit verstanden haben und worum es bei Nachhaltigkeit geht, Bildung sich radikal ändern muss. Es ist nicht einfach nur Bildung nach wie vor, nur wir ändern Inhalte, sondern Nachhaltigkeit fordert ein anderes Verständnis von dem, was Bildung ist. Und das bedeutet, dass zunächst einmal der Gedanke der Zukunft ganz radikal in die Bildung Eintritt bekommt. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bedeutet, Zukunftsfähigkeit zu entwickeln. Die Fähigkeit, die Verantwortung von Handlungen, von Geschehnissen, von Prozessen als Bestandteil jedes Lernprozesses mit einzubeziehen. Also Zukunftsfähigkeit oder Zukunftskompetenz und das in technischen Begriffen des Bildungssystems zu formulieren. Ja, wir brauchen neue Kompetenzen und die Zukunftskompetenz ist wesentlich, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen. Wir brauchen nicht nur das, sondern auch eine andere fundamentale Kompetenz, die heißt Gestaltungskompetenz.
Und das ist sehr schwierig zu erklären. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass wir lernen, dass wir gestalten. Wir gestalten die Gesellschaft, in der wir leben. Wir gestalten die Gemeinschaft, in der wir leben. Wir gestalten die Beziehung zur Natur, die gesellschaftliche Naturverhältnisse, mit denen wir leben. Und mit Verantwortung und in Relation mit anderen. Sie sehen, das verändert radikal den Bildungsbegriff und verändert das Dahingehen, dass Bildung nicht mehr nur an Schulen stattfindet, weil das betrifft alle. Bildung ist etwas für alle und für den gesamten Prozess des Lebens. Es ist nicht zu Ende, wenn wir mal, je nachdem, wie wir in Schulen eingegliedert sind, damit fertig sind. Das neue Stichwort von Lifelong Learning, was jetzt ganz in ist und gefördert wird von der Europäischen Union, finde ich auch interessant, aber ist ehrlich gesagt nichts Neues. Oder wussten wir vorher nicht, dass man kontinuierlich lernt im Leben? Und wenn wir vor der Herausforderung der Nachhaltigkeit stehen, ist klar, dass wir immer in einem Bildungsprozess stehen, weil wir immer und ständig mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind. Die Debatte um die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist eine internationale Debatte. Darin sind wirklich unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichen Ländern beteiligt, einige in verankerten Institutionen, aber nicht nur. Es ist nicht nur ein Konzept sozusagen, was aus dem globalen Norden exportiert wird, sondern ist eine Plattform, in der viel Platz ist für interkulturelle und für alternative Ansätze. Denn in diesem Begriff steckt, dass Lernen mitten in der Gesellschaft stattfindet und nur dort stattfinden kann. Lernen bedeutet gestalten, bedeutet nicht einfach irgendwelche Inhalte durchspüren und durchgehen, sondern wirklich etwas zu verändern und nur so lernen wir. Und das gilt auf allen Ebenen. Von dem Kindergarten bis hin zu jedem Prozess, in dem wir sind, als Erwachsene oder als ältere Menschen. Ich werde noch ein paar Worte über die Institutionen sagen, die setze ich jetzt so ein bisschen voraus jetzt. Wenn ich sage, dass Bildung bedeutet gestalten, ich würde ganz gerne dieses konkrete Beispiel, also wir hatten das kurz telefonisch besprochen, und das war ein Projekt, das wir nie realisiert hatten, als ich noch in Lüneburg bei der Stoltenberg gearbeitet habe, und das war ein Bio-Buffet-Projekt. Es sind Grundschullehrerinnen zu uns gekommen und haben gedacht, wir würden ganz gerne in der Schule was ändern, dass die Kinder besser essen in der Mensa und dass sie Bio und nachhaltiges Essen bekommen. Und dann würden wir das gerne mit euch gestalten. Ja, arbeitet jetzt für Nachhaltigkeit, was können wir tun? Die einfachste Variante wäre, wir machen das einfach und dann bilden wir in ein paar didaktische Einheiten so ein paar Leute, die den Kindern was erzählen, was das Ganze ist und gut ist es. Das aber eine ganz große Alternative, eine große Chance, was Lernen als Gestalten bedeutet. Da haben wir gedacht, was heißt es, dass es mitten in der Gesellschaft stattfindet? Essen ist eine so fundamentale Tätigkeit. Daran sind nicht nur die Kinder beteiligt und die in der Küche was für sie zubereiten, sondern sind die Eltern, die Familien, die Lehrer, die Verwaltung und Struktur, das Gebäude, die Räume. Aber auch die das Essen produzieren, Landwirte aus der Region. Und dann kann man so einen Prozess lostreten und starten und sagen, lass uns alle zusammen in diesen Prozess einbeziehen. Lass uns damit anfangen, dass alle zusammen lernen, was es heißt, Nachhaltigkeit, am Beispiel der Produkte, die wir essen. Was bedeutet zum Beispiel die Orangen hier? Alle Sachen, die man macht im Umweltbildung normalerweise. Aber mit den Akteuren zusammen.
dass wirklich alle zusammen, inklusive die inklusive Eltern, inklusive Verwaltungsvertreter innerhalb der Schule und Lehrerinnen und Lehrer, zusammen in diesem Prozess gemeinsam gestalten, was es heißt. Sozusagen dieses Bio-Buffet ist das Ergebnis von einem langen Lernprozess, in dem niemand kommt und sagt, ich erzähle jetzt euch heute, was Nachhaltigkeit ist, sondern in dem durch das gemeinschaftliche Lernen etwas verändert und umgestaltet wird, was eine Veränderung in der Region hervorruft, weil plötzlich entstehen Kooperationen zwischen Schule und lokalen Produzenten zum Beispiel. Nicht nur, sondern die Familien wissen auch etwas, was sie vorher vielleicht nicht wussten, entwickeln ihre Kochkompetenzen. Das ist Lernen. Das durch diesen Prozess alle lernen und verändern und gestalten. Und das ist möglich. Und das ist auch innerhalb der Institution möglich. Ich bin einverstanden mit sehr viel der Kritik, die formuliert worden ist, gegen die Institution. Aber ich würde sie nicht jetzt einfach so über Bord werfen. Erstens, weil die Schule so sehr das uniformierend ist und so sehr, wie sie entstanden ist, als Emanzipationsprojekt entstanden ist. Vorher konnten nur sich bestimmte Personen den Zugang zu bestimmten Bildungs, ich will nicht sagen Inhalte, denn darum geht es nicht, aber Ansätze, die Teil unserer kulturellen Gut sind. Natürlich ist es einseitig, weil dann plötzlich nur das in den Kanon, in den Plänen steht. Aber das ist ein emanzipatorisches Projekt gewesen hier. Ich will nicht damit sagen, dass es überall so zu exportieren ist und hat durchaus eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt für unsere Gesellschaft. Ich bin einverstanden, dass das vielfältig sein soll und dass es nicht andere aufgezwungen werden soll, denn es gibt ganz viele verschiedene Modelle. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, weil eine komplette Freiheit in jeglicher Hinsicht, die wiederum eine individuelle Freiheit ist. Ich denke, dass Bildung in diesem erweiterten Sinne eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Wir sollten viel mehr demokratisch mitentscheiden, wie die Bildung strukturiert ist, und das passiert jetzt nicht. Aber trotzdem ist es eine gesellschaftliche Aufgabe, und die würde ich ungern einfach nur ein Einzelner und eine einzelne Familie abgeben wollen. Wir müssen trotzdem ändern und mehr Partizipation und Mitgestaltung ermöglichen in unseren Institutionen, von Kindergarten zur Uni zu anderen Lernstrukturen. Das ist klar, aber ich würde trotzdem das immer noch in einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe sehen wollen, und es gibt viele Räume, die man nutzen kann innerhalb der Institutionen, jedenfalls spreche ich für unsere, also in unseren Ländern, die man wirklich auch reizen und schieben kann. Natürlich gibt es einen Kanon, und das ist mein letzter Gedanke, die sagt, dass bestimmte Inhalte gelernt werden müssen sollen. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bedeutet aber, dass wir nicht von Inhalte oder Disziplinen anfangen, sondern von gesellschaftlichen Problemen und den Weg zurück zu den Inhalten und zu den Disziplinen, wenn überhaupt, bestreiten. Wir fangen in der Realität und gehen dann zurück zur Realität, um das zu gestalten und zu verändern. Anstatt dass Kinder, nochmal um ein schulisches Beispiel zu nehmen, lernen, was Solarpaneele sind, machen wir einen Prozess, in dem die gesamte Schule verändert wird und auf Erneuerbare umgestellt wird und alle in diesem Lernprozess beteiligt sind. Und das gilt für Unis ganz, ganz genau. Habe ich noch eine Minute? Universitäten haben mindestens 3 Ebenen. Forschung, Lehre, und die sind Gebäude, Institutionen, Verwaltungsorte. Eine Veränderung findet immer nur, wenn alle diese 3 Ebenen miteinander verzahnt, ein radikaler Lernprozess, sich auf einen radikalen Lernprozess einlassen und diese Veränderung voranbringen. Wenn wir Nachhaltigkeit an Universitäten haben wollen, heißt nicht, dass wir ein Seminar zur Nachhaltigkeit einführen, irgendwo für die Freaks. Es heißt, dass die gesamte Struktur sich ändern muss. Die gesamte Struktur der Universität. Nachhaltigkeit heißt Partizipation. Nicht diese Pseudo-Selbstverwaltung der Universitäten, die mich an die Kloster des Mittelalters erinnert, wo die
verpriesterte Mönche mitkleiden durften und die anderen saßen drumherum und hörten zu. Das ist nicht Mitbestimmung, das ist nicht Mitgestaltung. Alle an der Mitgestaltung beteiligt und gemeinsame Lernprozesse, um Sachen radikal zu ändern, auf alle diese Ebenen. Das ist ein Bildungsprozess, möglich innerhalb der Institution, die wir haben, bei aller Kritik, die ich durchaus teile, aber das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Danke. Beiträge. Meine Frage ist jetzt, ob Sie mich so hören. Wir hatten die Idee, hier in einer Runde zu sitzen, anstatt in einer Reihe. Und damit wir in einer fruchtbaren Diskussion landen. Ist es in Ordnung? Ja. Ja, okay. Ja, vielen Dank. Ich hatte den Eindruck, wir haben durchaus eine große einen großen Konsens, was bestimmte Fragen angeht, und zwar nämlich sowohl auf der Systemebene sozusagen, wie Sie zum Beispiel sehr stark gemacht haben, aber auch auf der Ebene von Menschenbildern und Denken und bestimmten rationalen Kalkülen, nämlich dass beide in einer Form kolonisiert sind, dass beide in einer Form durchdrungen sind von bestimmten Logiken, die den Aufgaben einer Schule, einer Frontbildung in einer postwachsenen Gesellschaft widerstehen. Nun ist meine Frage, welche Dekolonisierungswege schlagen Sie vor? Ich hatte den Eindruck, dass es da durchaus Linien gibt. Wir hatten Deregulation erwähnt. Wir hatten erwähnt, dass Bildung eine Form von Gestaltung oder auch eine Form von, also verbunden sein kann mit lokaler Produktion. Uns auch verbunden sein sollte mit einem gewissen Mut zum Widerstand oder zum Einsturz bestimmter institutioneller Rahmenbedingungen. Welche Dekolonisierungswege würden Sie vorschlagen? Also für mich geht es um, wie gesagt, das auch für mich the most important way is through a type of activism that is about raising awareness. And it's an active action on our part to learn more behind the dominant channels, behind the regular curriculum, behind the media. We've got to find the information. And as I stressed deregulation, I hope that all of you are aware of the of the TTIP. How many of you know about the TTIP? Ah, you're one of the best audiences. You really are impressive. Really. Honestly. Honestly. What? It gives hope. Ah, it does give hope. It's so this relationship between the TTIP, the Trans-Pacific Trade and Investment Partnership have huge implications for education. Because every president and prime minister around the world is saying, we've got to change our education system to suit the needs of the global economy. That's what they're doing. And what does that mean? Training you to suit the needs of Monsanto, Walmart, Coca-Cola, and so on. Tremendously important to look at that, and then the whole Spannung, also zwischen diese Deregulation, ist das zu schwierig, dann okay, so on the one hand, the relationship between that distant trade deregulation and what's happening on the ground in a school where practically you start the process of decolonizing. Starting with food, I think many of us agree that food is one of the most important areas to focus on. And through awareness activism, we can find that there is so much more happening there than most people realize. And we can spread this information to get much broader, much deeper transformation more quickly. So awareness activism. Information is accurate.
Bei der Frage der Dekolonisierung stellt sich für mich erstmal die grundlegende Frage, ob diese Dekolonisierung von außen oder von innen kommen soll. Wer soll also wen weshalb dekolonisieren? Dass es eine Kolonie gibt, das bestreite ich nicht. Nun stellt sich ja bei mir das Problem, das ist auch ein sprachliches Problem, dass ich behaupte, Institutionen sind immer so gestaltet, wie ich sie versucht habe zu definieren. Das heißt, sie produzieren immer Objekte. Das ist eine Beleidigung, die in unserer Thematik besonders tragisch ist, weil diese Beleidigung zur Folge hat, dass es dann gewisse Merkmale gibt, nämlich den Zögling, das Kind und den Schüler. Diese Merkmale sind Bestandteil unserer Thematik und deshalb kann ich persönlich den Begriff Institution absolut nicht stehen lassen, weil jede Institution immer zur Folge haben wird, die Infantilisierung des Menschen, das heißt also der Tatbestand, dass die Person bevormundet, entmündigt, enteignet und ihre Kompetenz betrogen wird. So, jetzt stellt sich die Frage, wie brechen wir aus dieser Beleidigung? Und da sage ich, es ist jetzt eher die Frage, wie können wir eher noch als den Ausbruch die Person respektieren? Die Frage ist für mich also positiv zu deuten. Welche Möglichkeiten habe ich, den jungen Mitmenschen, der beispielsweise auf die Welt kommt und frei sich bilden will, tatsächlich zu respektieren? Das ist eine Form von Dekolonisierung, die von innen kommt. Dieser Respekt ist also mehr als jetzt nur Mut zu Widerstand, es ist sogar Unmut zu Widerstand, um Marianne Grönemeyer zu zitieren. Und das ist ein Widerstand, der etwas anderes bedeutet als das, was wir gewohnt sind. Es ist nämlich Widerstand gegen eine widerständige Staatsgewalt, und zwar Gewalt im wörtlichen Sinne von gewalttätig. Deshalb habe ich auch von struktureller Gewalt gesprochen. Also nochmal, die Dekolonisierung beginnt da, wo ich für mich erstmal kapiert habe, dass du, dass der andere Mensch, dass der junge Mensch ein Subjekt ist, ein Subjekt bleibt und ein Subjekt bleiben will. Und wenn ich das respektiere, dann hat das zur Konsequenz, dass ich das Vertrauen auch hege, dass diese Person zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben, in ihrem Leben, Entschuldigung, das für sich Notwendige finden wird. Und dieses Vertrauen steht im absoluten Widerspruch zu all den bisherigen, sage ich mal, pädagogisch infizierten, krebsartig wuchernden Vorstellungen von Menschen, die in einer bestimmten Linie nach oben geführt werden sollen, zu Arbeit, zu Geld, zu Konsum, zu Prestige und zu all dem Scheiß, dem wir heute begegnen in dieser Konferenz. Aber ich betone noch ein Letztes, was mir ganz wichtig ist. Wir müssen, glaube ich, davon ausgehen, dass die Thematik unseres Panels über Bildung etwas ist, was eben nicht im Degrowthing ist, sondern im Gegenteil. Wir müssen für das Wachsen dieses Potenzials des Menschen sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass das, was natürlich ist, sich auch entfalten kann. Dafür möchte ich plädieren. Begegnet uns dieses etwas als harte,
Fakten, die man einfach als absolut annehmen muss. Sind sie aber nicht. Die sind natürlich hart und oft man braucht Widerstand. Aber weil sie diese Erinnerungsprozesse sind, kann man immer noch die wieder in Bewegung bringen, als Prozesse weiterführen, kreativ weiterführen. Und weil wir zu Subjekten erst werden durch diese Prozesse, ist dieser Prozess, kann dieser Prozess auch einfach nur ein Prozess der Entmündigung sein, kann aber auch ein Prozess der Befreiung und der Emanzipation sein. Frei werden wir nicht geboren. Wir können nur frei werden. Und zur Freiheit brauchen wir Bildung. Und zur Freiheit brauchen wir sinnvolle Beziehungen. Wir sind es nicht einfach so. Es ist ein Potenzial. Und deswegen glaube ich, dass Schule und andere Bildungsinstitutionen sich verändern müssen, aber ich sehe darin auch ganz viel Potenzial, genau diese Entwicklung. Wir wären nicht hier und würden darüber nicht diskutieren, verdammt nochmal, wenn wir diese Chance auch nicht gehabt hätten. Sehr viele sind einfach nur unterdrückt worden und das sehe ich ein, aber nicht alle und nicht pauschal und nicht überall. Und man muss die Chancen der Veränderung nutzen, genau um dieses Emanzipationspotenzial, Befreiungspotenzial der Institutionen auszuprobieren. Zwei kurze Anmerkungen nur am Rande. Deutschland hat den Begriff Schule geschützt. Er ist staatlich geschützt und Schule ist in Deutschland nicht irgendetwas. Das heißt, hier steht die Schule für ein bestimmtes Reservat, das unter staatlicher Kuratel steht. Wenn Sie so wollen, den Schulanwesenheitszwang. Und das Ergebnis dieser Institution lässt sich nicht wegdiskutieren. Das, worüber ihr gerade gesprochen habt, was ihr im Englischen dann Institutions nennt, das würde ich im Deutschen gerne mit Infrastrukturen, Einrichtungen und Märkte und Podien und wie auch immer übersetzen. Nur der Begriff Institution, zumindest seit Ivan Illich, ist für mich persönlich als Philosoph besetzt. Und ich bin dankbar dafür, dass er so besetzt ist, dass es also eine ganz klare Trennung gibt zwischen der Medizin, die entmündigend wirkt, ja, und dem Arzt, der ihn dann sagt, dann
als Labor zum Beispiel, dann unmittelbaren Kontakt mit seinen Mitmenschen hat. Das wäre dann eben keine Institution. Das andere, was ganz kurz geht, ist nur folgende Bemerkung. Das Phänomen der Institution können wir entweder positiv bewerten, indem wir sagen, durch die Institution sind alle deutschen Mädchen und Jungs durch und das Ergebnis war unsere Hochschulen. Wir können aber auch sagen, was war der Misserfolg der Institution? Und da müssen wir sagen, sind wir in Deutschland besonders radikal hoch. Wir haben ja in Deutschland bekanntlich ungefähr 8 Millionen funktionale Analphabeten und wie wir statistisch wissen, ist ungefähr ein Drittel der Schülerschaft in Deutschland an der Schule gescheitert. Das ist eine Riesenzahl an Menschen, deren Leben damit kaputt gemacht werden sollte, weil sie als Gescheiterte eben nicht gescheit sind, sondern eben da die Aufgabe haben, sozusagen das Lumpenproletariat zu bilden. Das können wir nicht wollen. Wenn es uns um eine demokratische Gesinnung geht, müssen wir die Würde der Person in den Vordergrund rücken und dürfen nicht zulassen, dass ein Drittel derjenigen, die als geniale Menschen mit 6 Jahren zwangsweise verschult werden, nach 10 oder 12 Jahren Schule als Gescheiterte rauskommt. Das sind ja manchmal auch wirklich Genies, die eben deshalb gescheitert sind. Zum letzten Punkt würde ich sagen, es ist nicht nur die Schule, die sie kaputt gemacht hat, sondern es ist die gesamte gesellschaftliche Konstellation, die dazu geführt hat, dass diese Menschen als gescheitert gelten. Ich muss sagen, das deutsche Schulsystem, wenn wir vom Schulsystem sprechen, ist einer der schlimmsten, weil es so früh diese Selektion einsetzt und so früh die 3 Klassen bildet, das heißt auch 3-gliedriges System. Also in der 4. Klasse ist die Zugehörigkeit der 3 Klassen. Wenn man in die historischen Texte liest, wo die Begründung für das 3-gliedrige System zu finden ist, findet man tatsächlich diese Metapher des Körpers. Kopf, Hände und Fuß. Das ist genau die Idee, die dahinter steckt. Nur kurz, ich wollte einen anderen Punkt vielleicht erwähnen. Wenn ich sage, dass Bildung eine gesellschaftliche Aufgabe ist, meine ich nicht unbedingt und zwangsläufig eine staatliche Aufgabe. Alberto hat gestern klar gemacht, und wir vergessen es immer wieder, Markt, Staat oder Individuum, Staat und was dazwischen ist, gibt es. Gesellschaftliche Aufgabe bedeutet tatsächlich, dass wir als Gesellschaftsmitglieder in anderen Strukturen, als Gemeinschaftsmitglieder gemeinschaftlich entscheiden über die Bildungsstruktur, die wir einsetzen. Ich hätte große Angst vor einer Bildung, die entweder individualisiert ist weil dann, oder auf die Familien zurückgegeben wird. Dann haben wir die Kreationisten in den USA, die ihren Kindern den Kreationismus statt der Evolutionstheorie, nicht um die Evolutionstheorie zu verteidigen, aber was für eine Ideologie entmündigend konstruiert wird dort und was für Unterdrückungsstrukturen in den Familien sind. Ich bin eine Frau, die aus einem kleinen Dorf aus den Alpen geflüchtet ist. Ich bin froh, dass ich da weggekommen bin und dass ich zur Schule gegangen bin. Als Frau und als Feministin möchte ich nicht die Familie als der privilegierte Ort von Bildung in den Vordergrund stellen. Also davon möchte man weg. Aber ich glaube, wir müssen sehr tief und sehr breit gehen.
Wir waren vorhin beim Ausbruch und deshalb schlage ich vor, es geht weder um familiäre Beschulung noch um staatliche Beschulung. Es geht, ich wiederhole es, eindeutig um die Würdigung der Person. Und da können wir uns auch einig sein, wenn es um die Person geht, dann hat der Staat nicht in dieser Art und Weise einzugreifen. Punkt um. Wenn wir überhaupt von einem Gemeinwesen ausgehen, und davon gehe ich aus, dann hat dieses Gemeinwesen die heilige Pflicht und Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jedes Wesen, du und wir alle, jede Person jederzeit in ihrem Leben frei sich bilden kann, darf und vielleicht und hoffentlich auch wird. Das ist nicht ein Bedürfnis, das von außen kommt, um meine Grundmeinung mal zu zitieren. Es ist keine Bedürftigkeit, sondern frei sich bilden ist ein immanentes Bedürfnis, ist ein Kennzeichen des Menschen schlechthin. Der Mensch kommt auf die Welt und entdeckt die Welt. Er möchte diese Welt erkunden, er möchte sie verstehen, er möchte sie begreifen, er möchte sich mit ihr in Verbindung setzen. Ein Beispiel dafür ist die Sprache. Kein Mensch wird mit der Sprache geboren, aber die meisten Menschen entdecken 1, 2, 3, 4 oder 5 Sprachen im Laufe ihres Lebens. Ich will also sagen, es gibt eine Beziehung, es gibt etwas zu entdecken. Und das muss natürlich vom Gemeinwesen unterstützt werden. Dafür rede ich auch von den Infrastrukturen. Aber die sind nicht zu vergleichen mit dem Recht der Person. Ich entscheide, was ich tue. Darf ich nochmal rückfragen, dieser Begriff der Infrastruktur, was steckt da für Sie hinter? Was stellen Sie sich dabei vor? Beispielsweise haben wir gestern bei dem Abendpodium vom Wasser, von Vernetzungssystemen gehört. Das sind Infrastrukturen. Und da gibt es natürlich Infrastrukturen, das wären Möglichkeiten der Vernetzung von Menschen. Wir haben doch diese technischen Möglichkeiten, uns zu vernetzen. Also angenommen, die Person, die da oben sitzt, interessiert sich für eine ganz bestimmte Sache und die Person, die im anderen Hörsaal weiß darüber was, die können sich doch kurz schließen. Das ist doch heute kein Problem mehr. Das ist doch weltweit kein Problem mehr. Das ist ein Beispiel für diese Infrastrukturen, die das Gemeinwesen erbringen kann. Das Musterbeispiel, was ich immer bringe für die Infrastruktur, ist die Stadtbücherei. Das sind Bücher, die zur Verfügung stehen. Ich bin frei, ich gehe hin, ich kann da mein Buch holen, ich kann das angucken. Ich werde nicht gefragt, hast du es gelesen, hast du auch gut gelesen, hast du auch richtig interpretiert, bringst du auch in den guten Zustand zurück, kriegst du eine gute Note und dies und dem. Nein, die Bücherei ist ein Dienstleistungsunternehmen, was dafür da ist, vom Gemeinwesen dafür zu sorgen, dass ich frei bin, dahin zu gehen, um mein Buch zu holen und es anzugucken. So ist das. Im Sinne der Frage. Ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, auch selber Fragen zu stellen. Wir würden jetzt dazu Karten austeilen. Während wir hier so weiterreden, sind Sie, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, mitzumachen. Und das ist eben der beste Weg, das jetzt im Moment zu tun, ist über diese Karten. Ach, da gibt es schon was. Sehr groß. Ich wollte Sie noch mal fragen, was für Sie die Verbindung ist zwischen diesen Vorschlägen der Infrastruktur über IT-Technologie und Ihre Perspektive, Ihre Erfahrung auf verschiedenen Orten dieser Welt, was diese Bewegung, die Sie beschrieben haben, an, sagen wir, Grassroots-Schooling angeht. Das ist jetzt, sind ja ältere Beobachtungen, die Sie gemacht haben. Da gab es diese Möglichkeiten. I think that the possibilities with the internet are very important and they are clearly necessary now. We need to use them. But again, I see that the real connection, the real community building has to do with face-to-face and real human contact.
So we have to be very aware that right now the sort of connection through the social media and so on are actually leaving young people feeling more alienated. They are often coming off Facebook and saying, oh, my friends are having a much better time, they look much sexier, they're having, and I'm left feeling inferior. So there are now statistics showing what I am convinced of, which is that we have to be very, very careful of the way that the internet can look as though it's leading to connection and collaboration, but in many ways is internalizing. People are internalizing what the media was doing in terms of setting up idealized images of perfection that are having a disastrous effect on young people worldwide. So we can use the internet, and it can lead to infrastructural and you know, connections and community work. But in many cases, we have had examples of, you know, 500,000 people in India marching, for instance, against globalization, against deregulation, 500,000 people, and not a single one making use of the internet. So we've come to believe that the internet is essential for all the organizing, for all the connection. And I think we urgently need to have a discussion about that. I also would just like to point to the fact that in my international experience, the link between the schooling, the internet, and the media is having a disastrous effect on young people. In Ladakh, suicide was unknown. Now in a small population, 100,000, there is a suicide a month, and it's young people, many young people, fearing failure at school or failure at getting a job. In Japan, we have hikikomori, which is a word for 100, how many million is it now? No, it's about 1.5 million young people who refuse to ever leave their bedroom. They just sort of self-enclose themselves and stay for years, for decades, out of fear of failure. In Korea, the suicide rate is astronomical and going up. In all the Anglo countries, England, Australia, USA, epidemics of depression, anxiety medication as well as depression, and alcohol binging, even with 15-year-old girls. So we really do have to take very, very seriously these crises. For me, what we need to look at beyond Staat, you know, is this interconnected speculative money linked to giant corporations and its pressure on government, on the Staat. So we need to keep that level in mind all the time to see this global monoculture that is driving social change that is having a disastrous effect. Worüber wir noch nicht gesprochen haben bisher oder kaum, bis auf einen kurzen Moment, ist die ökologische Krise. Cut off from nature, haben Sie gesagt. Und Sie beide bitten, darauf nochmal einzugehen, mit der Frage, was denn jetzt der Unterschied ist aus einer Postwachstumsperspektive über ökologische Krisen und Bildung zu sprechen, als aus einer Nachhaltigkeit. Es kommt darauf an, was man mit Nachhaltigkeit meint. Weil der Nachhaltigkeitsdiskurs, hatte Federico schon gestern gesagt, das Wort Nachhaltigkeit ist eine dieser Plastikwörter, die lassen sich so wunderbar ziehen. Wenn man mit Nachhaltigkeit die starke Nachhaltigkeit, das heißt, natürliche Systeme, Prozesse, Dienstleistungen nicht einfach substituierbar, weil sie nicht einfach ersetzbar sind durch, das Ganze auf Englisch, man-made, Kapital und das ganze andere, dann würde ich sagen, ist der Unterschied nicht mehr so groß, weil dann geht es tatsächlich darum, das Wachstum.
Wachstum mit Nachhaltigkeit nicht mehr kompatibel ist und dass wir eine ganz radikale gesellschaftliche Veränderung brauchen, für die wir natürlich auch Bildung brauchen in diesem erweiterten Sinne. Das habe ich kurz erwähnt, was Bildung bedeutet, wenn wir Nachhaltigkeit verstanden haben. Deswegen sehe ich für mich Postwachstum und Nachhaltigkeit, ich sage Nachhaltigkeit und nicht nachhaltige Entwicklung, weil in diesem Entwicklungsbegriff sehr viel steckt, was problematisch ist. Es steckt nämlich die westliche, das westliche Entwicklungsbegriff. Also ich glaube an dem Punkt weniger. Wenn man das konkret machen will, konkret bedeutet, dass mindestens zwei fundamentale Aspekte von Bildung viel wichtiger werden sollten als jetzt. Einmal ist das, was in den technischen Begriffen Orientierungswissen heißt, also Grundwerte, Ethik, Sinnfragen behandeln, das ist die Grundlage für alles andere. Und stattdessen lernen wir einfach Techniken. Wir lernen nicht mal praktikable Techniken, wir lernen einfach technisches Wissen und stellen nie die Bedingungen in Frage, wie dieses Wissen zustande gekommen ist. Das zweite sind praktische Skills, die ganz wichtig sind. Aber das Problem ist der Beigeschmack, mit dem Sie zum Beispiel in meine Erziehung kommen. Dass man wieder bestimmte praktische Skills lernt. Für mich bedeutete das in der Schule, dass Jungs und Mädchen getrennt wurden und Mädchen durften, na, wie heißt das auf Deutsch? Ja, das Ding machen. Und die Jungs durften mit irgendwelchen Nadeln und Hämmern arbeiten. Das fand ich nicht besonders gut. Und das ist eben das Problem. Das war auch vorbestimmt in dieser Struktur. Aber dass wir auch das Lernen auf praktische Skills bedeutet für eine Postwachstumsgesellschaft Reparaturfähigkeiten. Dass wir tatsächlich am besten commons-basierte, modular produzierte Produkte selber herstellen, verstehen und selber reparieren können oder jedenfalls mit anderen zusammen. Das ist ein Minimal, aber das ist ganz konkret. Und letztlich, ganz wichtig in dem Postwachstumsdiskurs, ist die Verbindung zu den People Science and People's Knowledge Movement. Das heißt, dass ganz viel Wissen bei den Leuten, bei den Gemeinschaften angesiedelt ist, das nicht kanonisiert ist. Sie wissen es besser als das kanonisierte Wissen. Und dieses Wissen stärker zu machen, dieses Wissen mit zu berücksichtigen und einzubeziehen in Bildungsprozesse, das ist eine notwendige Bedingung für Postwachstum und für Nachhaltigkeit. Das Wissen von Indigenous People im weiteren Sinne gibt es ja auch. Leute, die einfach, also ich denke an die Alpen mal wieder, ne, die wirklich da aufgewachsen sind, seit Generationen. Sie wissen doch alles über ihr Ökosystem. Es geht nicht um Naturschutz. Das ist eher der Unterschied. Es geht nicht um die Natur. Es geht um die gesellschaftliche Naturverhältnisse. Es geht um die Beziehung zwischen Mensch und Land. Ort, wo menschliche und nichtmenschliche Wesen zusammen sind. Und es geht um das Wissen, das zu gestalten, nicht zu schützen und nicht zu benutzen, das ist wieder sehr restlich, sondern zu gestalten in eine Form, die nachhaltig ist. Eine kurze Anmerkung zu Ihrer Frage. Zur Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit setzt da, für mein Verständnis, setzt da an, wo wir den zwischengenerationellen Krieg endlich, womit damit aufhören. Wenn wir also aufhören, ein Generationenproblem zu schaffen, wo es in Wirklichkeit keins gibt. Das heißt, wo das Vertrauen in das Du bedeutet, dass die Person des Dus, egal wie jung und alt, oder besser wie jung und oder neu die Person ist, dass diese Person tatsächlich sich würdevoll entfalten kann. Das ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Das heißt, ich wachse auf von der ersten Sekunde an und das bedeutet, es beginnt mit der Geburt natürlich mit der Schwangerschaft, aber es beginnt mit der Geburt, die würdevoll ist und setzt sich ein Leben lang voll. Das ein Leben lang fort, Entschuldigung. Das ist doch nachhaltig, oder?
bevor wir über die Nachhaltigkeit der Produkte reden, lass uns über die Nachhaltigkeit der Beziehung reden. Das ist doch ein gutes Argument, denke ich mal. Sind wir uns jetzt alle einig, oder? Ja, wir haben nicht heute Abend, sagen Sie. Es geht jetzt erstmal um das Thema also Einfluss der Wirtschaft. Ja. Und inwiefern da die Staatsschule nicht auch ein Schutz dagegen ist. Und, ja. Sehr gut. Dann greife ich das gleich auf und stelle Sie diese Frage vor. Und würde Sie bitten, dann dazu Stellung zu nehmen. Finanzstarke wirtschaftliche Akteure, neoliberale wirtschaftliche Paradigmen haben einen starken Einfluss auf Bildung, in Klammern Inhalt und Ziele, an Schulen und Unis heute. Wie sorgen wir in einem freien oder freieren, in einer freien oder freieren Bildung dafür, dass dieser Einfluss weniger stark ist? Ich guck kurz mal. Ja, ich würde noch eine dazu nehmen und dann können Sie danach erzählen, wenn das auch noch passt. Freiheitliche, selbstbestimmte Bildung sollte losgelöst sein von Institutionen, Machtstrukturen und Ökonomieinteressen. Ausrufezeichen, ja. Das ist noch eine Anregung, die dazu kommt. Ja, yeah. I think there's very important work to be done to distinguish between the need for the state, centralized structures, to protect us from even bigger, more harmful structures, which are the product of neoliberal thinking. The corporations and the banks are interlinked in this almost like a machine that is pressing down on every government to increase the scale of massive exploitation of resources and people. There are huge pressures, and we need to be very creative and very active in realizing that as we speak about decentralization or localization, which I'm a proponent of, we do not forget that we need some kind of centralized structures, and right now it's the state, to protect us from the even bigger and more destructive power of mind. But there are ways, when you think it through, whether in education, in food production, there are absolutely ways that we can start decentralizing power from the nation state to the community without simultaneously weakening the state's ability for protection. It is a very, very important distinction, and we need to be looking at both levels. And in order to strengthen the state's ability to stand up to the corporate and banking structures, we need much more discussion of this. We need this awareness activism, and it's going to have to be people's movements that pressure the state to pressure the corporate interests. Sehr kurz, sehr kurz. Der Begriff Wirtschaft bedeutet eigentlich die Verwaltung der Knappheit. Das müssen wir erstmal, müssen wir Oikos Nomos, ja? Das hat also nichts mit dieser krebsartig wuchenden, ausufernden Orgie, die wir heutzutage als Wirtschaft bezeichnen. Wirtschaft allerdings im zivilisatorischen Sinne, so wie der Begriff heute fälschlicherweise gebraucht wird, beruht auf einem wahnhaften Konsum und auf einer wahnhaften Produktion. Woher kommen die denn? Die kommen daher auch zum Teil aufgrund unserer Bedürftigkeit. Die Frage lässt sich jetzt nicht so kurz beantworten in Bezug auf die Bildung, aber sie lässt sich beantworten, was ist, wir würden aus unserer gemachten Bedürftigkeit ausbrechen. Dann gäbe es dieses System der Ausbeutung nicht. Und das wäre doch etwas. Das heißt, die Antwort auf die Frage der
ausufernden und aus und krebsartig auswuchernden Systeme, diese Antwort ist gebunden an die Fähigkeit der Würdigung der Person. Das ist doch eine mögliche Antwort. Ja, alle drei davon haben Fragen eingefordert. Sie sind dann drei Stunden wieder hier. Ich würde wahrscheinlich ein paar Sachen. Also, da gibt's, es wird jetzt auch konkreter. Es gab ganz viele Fragen, zum, wie das konkret aussehen soll. Die können wir dann am Schluss beantworten. Jetzt hier nochmal auch an Bertrand Stern. Es geht auch sehr viele Fragen um den Abschluss. Ich fasse das gerade mal zusammen. Also, dass Schule zum einen auch ein Schutzraum ist gegenüber Erwerbsarbeit. Das ist vielleicht auch nochmal interessant für den globalen Süden, also diese Position nochmal auszuführen. Und dann gab es noch die Frage, wie das mit dem selbst angeeigneten Wissen ist. Also, zum Beispiel, als Sie, Herr Stern, ob Sie sich operieren lassen wollen von einem Arzt, der sich das autodidaktisch angeeignet hat. Und es gibt auch die andere Frage, also wie können auch autodidaktisch angeeignete Sachen in unserer Gesellschaft mehr gewürdigt werden, vielleicht durch ein Zertifikat oder ähnliches, ob wir dafür Strukturen schaffen müssen für diese neue freie Lernstrukturen, die auch entstehen. Und da gibt es noch mal eine ganz kritische Frage dazu, ob es überhaupt Sinn macht, dass wir Degrowth sozusagen auch überhaupt als Bildung vermitteln möchten. Ob es nicht auch schon wieder eine Überstimmung ist. Also wenn ihr zu dem Themenkomplex. Die erste Frage wurde euch gleich an Sie gerichtet, wenn Sie es richtig erinnern. Dazu Sandra Bussi. Also die erste Frage ich erinnere mich an die sehr grobe Stichworte zum globalen Süden. Ja, dass ich auch, aber was war die Frage? Die Frage, was schon vielleicht auch ursprünglich ein Projekt war, wo man gesagt hat, und ob die Erwerbs-, also ein Schulraum gegenüber Erwerbsarbeit ist und darstellt. Und ob wir das jetzt alles in den Müll schmeißen wollen. Das Zweite, was ich gesagt habe, habe ich nicht verstanden. Also, it wasn't a form of emancipation, no. You know, it was a form of colonialism, education. And I see it as that also in England, from all my studies. So I do see the beginnings of modern education as having been the need for an elite, industrial elite, to train people to suit the needs of the factory. So I don't see it as emancipation. I do see that within the education system, there have been emancipatory forces, and being uneducated is certainly not what I'm advocating. What we're advocating is an understanding of the system, the institutionalized system. And for the global south, for indigenous cultures, we'll be showing tomorrow this film, Schooling the World, where we deal with the theme of what education means, as I've been trying to explain it. Also Schule ist noch nie ein Ort gewesen, der vor der Arbeit schützt, sondern Schule ist die Vorbereitungsstätte auf die Arbeit gewesen. Das war für die ganze kolonisierte Welt der Fall. Und auch die Frage, deshalb ist die Schule einfach die Vorbereitungsstätte für die Arbeit und an die gekoppelt. Wenn wir die Arbeit aber ohnehin nicht mehr haben, brauchen wir auch die Schule nicht. Aber die wichtigere Frage der Chirurgen, herzlichen Dank für die gute Frage. Also so, zum Thema Schule wollte ich mal sagen, da gibt es ein paar Bücher, darunter auch eines von mir, Schluss mit Schule. Da habe ich dieses Thema sehr genau behandelt. Zu der Frage des Chirurgen, die ist sehr gut, danke für die Frage. Da mache ich gerne einen Unterschied zwischen Qualifikation und qualifiziert sein. Das ist nämlich nicht dasselbe, auch da gibt es eine Verwechslung. Wir verwechseln, wir glauben, dass Leute, die eine Qualifikation, also ein Diplom haben, deshalb qualifiziert sind. Ja, ich würde mich natürlich von einem qualifizierten Chirurgen operieren lassen, aber nicht unbedingt von einem Chirurgen, der eine Qualifikation hat, denn das bedeutet noch gar nichts. Das bedeutet nur, dass er Glück gehabt hat und dass er durch die Prüfung durchgekommen ist. Übrigens wäre es schon mal ein Schritt, auch das führe ich in meinem Buch an, es wäre schon mal ein guter Schritt, wir würden eine Einrichtung einbauen, ich nenne sie das Prüfungswesen, dessen Aufgabe es wäre, völlig unabhängig von jedem Bildungs-
Gang, jedem Menschen zur Verfügung zu stehen, der Lust hat, sich prüfen zu lassen. Weshalb er sich prüfen lassen will, was er damit anfängt, spielt gar keine Rolle. Es gibt ein öffentlich-rechtliches Prüfungswesen und jede Person, du und ich und wer auch immer, die das Bedürfnis hat, sich zu prüfen, geht dahin und sagt, ich möchte Ihnen die Prüfung ablegen. Da gibt es Termine, können wir darüber reden. Und dann gibt es hinterher ja eben nicht eine Qualifikation, sondern ein Hinweis darauf, dass die Person qualifiziert ist. Aber in der Tat, da haben wir einen qualitativen Unterschied produziert zwischen einer Note, also einer Gehaltsstufe, und einer ethischen Qualität. Und das ist mir sehr wesentlich. Verteidigen wollen. Beziehungsweise alle Formen von Bildung und Erziehung in allen Gesellschaften, das seitdem es menschliche Gemeinschaften gibt, hatten das Ziel, die kleinen Menschen vorzubereiten, in ihrer Gesellschaft zurechtzukommen. Und das ist, wir sind keine Ausnahme, außer dass durch Kolonisierung und Imperialismus wir meinen, unsere Gesellschaftsform ist die einzig richtige und alle anderen sollen sich dem anpassen. Und insofern sehe ich das sofort ein. Wenn das aber so stimmt, ist genau diese wo fängt das an? Natürlich ist die Schule bis zur Uni der Ort, die Menschen für die Gesellschaft vorbereitet. Wenn unsere Gesellschaft eine reine neoliberale Gesellschaft ist, wo nur bestimmte Kompetenzen auf den Markt verkauft werden, dann das ist das, was man in den Schulen lernt. Man lernt einzelne Kompetenzen, die auf dem Markt verkauft werden. Mein Kollege hat dazu promoviert und wirklich gesagt, dass wir nicht mal als Individuen uns verkaufen, sondern als Portfolio von Kompetenzen. Und genau so weit sind wir jetzt gekommen. Aber womit fängt man an, was zu ändern? Eine andere Gesellschaft braucht eine andere Schule und anders. Und deswegen glaube ich, ist immer so eine Dialektik hier. Man kann innerhalb dessen, was da ist, und ich rede wirklich nur von uns, weil, wie gesagt, in anderen Ländern ist dieser Kolonisierungsmoment hier auch intern, aber man kann was ändern, um die Gesellschaft zu verändern, und wenn die Gesellschaft sich verändert, verändert sich auch die Schule. Ich bin immer noch überrascht, dass es keine Revolution stattgefunden hat, als Bachelor und Master eingeführt worden sind. Entschuldigung, aber plötzlich, viele werden hier sitzen, die an der Uni sind. Leute, ihr könnt nicht mehr bestimmen, wie lange ihr studiert, was ihr macht, wie ihr das macht, ist es alles vorbestimmt. Übrigens, für Lehrende an der Uni genauso. Ich kann nicht entscheiden, dass ein Student bei mir seine Masterarbeit ein Monat später abgibt, weil sie gute Gründe dafür hat. Darf ich nicht. Ein System sagt mir vor, bis wann ich die Note habe einbauen müssen. Und sonst kriege ich Ärger vor einer wuchernden Bürokratie, die das Ganze kontrolliert, ohne die schlichteste, kleinste Ahnung zu haben, wie Bildung funktioniert. Das ist wirklich, ich bin immer noch baff, dass wir alles über unseren Kopf haben werden lassen. Und ich erwarte, die kommen wahrscheinlich nicht. Es ist furchtbar, was passiert ist. Universität hat ein bisschen die Chance, Bildung zu generieren und ist zu plumpe Ausbildung geworden. Und wir haben es passieren lassen. Ich würde gerne eine kleine Note Optimismus in unsere Diskussion, in unser Gespräch auch mit reinbringen, zumindest eine kleine Note. Und zwar, aber bitte nicht als Benotung, ja. Und zwar geht es mir hier um Folgendes. Jeder von uns kennt ja das Bild, die schwangere Person plötzlich andere schwangere Personen sieht, die sie vorher nicht wahrgenommen haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass seitdem ich mich schulkritisch beschäftige und äußere, das sind jetzt 4,5 Jahrzehnte, ich immer mehr Menschen um mich herum sehe, entdecke, die Nein gesagt haben, die wir auf Anhieb gar nicht entdeckt und wahrgenommen hätten. Ja, es gibt sie, diese vorrevolutionären jungen Menschen, die schlicht und einfach Nein sagen. Und es gibt auch eine andere Situation, die sehr erfreulich ist,
Auf einmal steht der Staat, die staatliche Gewalt, die Ordnung, Polizei und Justiz und Schulen und Kultusmedizin in Deutschland stehen da wie der Ochs am Berg und wissen nicht, wie sie damit umgehen können. Diese jungen Menschen können zum Teil heute deutlicher Nein sagen, als es vor 10 Jahren war. Ob wir dann in 10 Jahren dann tatsächlich noch ein Bachelor-Problem haben, war ein bisschen verzweifelt. Mit denen sicherlich nicht. Die werden sich behaupten. Die werden sagen, mit mir nicht. Globalization, the neoliberal deregulation for more than 20 years. I helped to start something called the International Forum on Globalization. That what you're saying, Barbara, about education in Germany, the bureaucracy that is influencing education here actually comes from the constellation of corporate needs. The large-scale corporate needs are driving massive bureaucracy at the government level to destroy essentially healthy, both ecological and human system. So unfortunately, the state bureaucracy becoming more and more heavy-handed is leading to many people wanting laissez-faire economics, a free market, freedom, because they don't see that the economic superstructure is actually driving the bureaucratization. So we have to see them together. Ich habe noch abschließende Fragen, die auf diesen Punkt nochmal aufgreifen werden, die sich eher auf die Frage der Gestaltung von Schulen beziehen und auch auf aktuelle Bewegungen, aber auch wie eine Schule eigentlich aussehen würde, die mit den Ideen der Postfaktums Debatte einhergeht. Also die erste Frage ist eher geht in Richtung von demokratisch organisierten Schulen, in der die Punkte von dem Recht auf Bildung, auf mündige Bildung ja schon bereits in die Praxis aufgenommen werden. Und die zweite Frage, die ich gleich mitnehmen würde, ist, dass es natürlich eine lange Tradition alternativer Schulen gibt. Hier werden ein paar reformpädagogische Traditionen aufgegriffen, Montessori, Waldorf und so weiter. Welche Rolle können die spielen in einem neuen Konzept? Ganz schnell. Es gibt keine alternativen Gefängnisse, es gibt keine Reformbordelle, es gibt keine Zwangsinstitution, die wir reformieren müssen. Lass uns endlich mal damit aufhören. Es reicht. Wir haben 200 Jahre Kolonisierung des Menschen durch Schule und ewige Schulreform. Das Ergebnis ist eine Katastrophe. Es ist mir scheißegal, um es auf Deutsch zu sagen, es ist mir völlig wurscht, welches System Sie haben. Es ist immer ein System, das von oben nach unten geht. Ich will aber die Würde der Person in den Vordergrund rücken, und das ist unvereinbar, sowohl mit Anthroposophen, wie auch mit Montessori, wie auch mit den Ehepaaren, wie auch mit all den anderen. Lass uns endlich bitte mit der Schule aufhören. Diese Ideologie ist obsolet, sie ist von gestern und hat heute und vor allem morgen nicht mehr hier zu suchen. Wenn wir dieses Recht umgesetzt haben und nicht die Pflicht, dann denke ich, steht das mit keinem Widerspruch mehr. Und gerade
bestimmte mehr oder weniger spezialisierte Formen, Wissen und Bildung zu vermitteln. Und dann denke ich, wenn das nicht mehr Schule heißt, heißt es was anderes und wird auch bestimmte Probleme nicht mit sich bringen. Und da sehe ich das Problem genau in dieser Voraussetzung, dass der Mensch schon von Anfang an frei ist. Das Beispiel der Bücherei, vorher, ich habe noch nichts gesagt, aber um da reinzugehen und wirklich frei zu sein, mich da drin zu orientieren, brauche ich da auch Demokratie, weil wer entscheidet, welche Bücher dort sind? Ich brauche ökonomische Selbstverwaltungsmöglichkeit, weil oft haben die Büchereien kein Geld, bestimmte Bücher zu besorgen. Und das kann auch zu Manipulation führen. Und ich muss fähig sein, nicht nur lesen zu können, sondern auch verstehen zu können. Und zum Verstehen gehört auch das kulturelle Gut einer Gesellschaft. Und Gut ist ein schönes Wort, man könnte sagen, auch das Schlechte gehört dazu, um verstehen zu können. Und dann brauchen wir diese Möglichkeiten, die auch gemeinschaftlich und institutionalisiert stattfinden. Und ich bin sehr dankbar für diese Einwand, weil ich denke, man kann sehr viel machen innerhalb der Institutionen, die wir haben, aber das bedeutet eine radikale Veränderung. Ich meine, es ist jetzt, ich will nicht sagen, dass es alles toll ist, aber was an den Universitäten passiert ist nach 68, ist nicht das Ideal, eine Alternative, aber es hat verdammt viel verändert damals. Und es geht auch, andere Sachen zu verändern. Und ich finde ein Modell wie die demokratischen Schulen und Modelle, wo Partizipation im Mittelpunkt steht, was nicht bedeutet, dass jeder Einzelne entscheidet, was er oder sie macht, sondern dass gemeinschaftlich entschieden wird, was Sinn macht, dort zu machen oder nicht, im Dialog zueinander und miteinander. Das ist der Weg zu gehen. Natürlich ist es radikal, natürlich geht es um Kämpfe, aber es geht weniger um einzelne Schulverweigerung, sondern es geht wirklich um diese Kämpfe innerhalb dieser Orte, soweit es geht. Und die Kämpfe müssen in die Gesellschaft hineingetragen werden, weil Lehrerinnen und Lehrer das bisher inhaben auch, mit dem Druck, den sie kriegen. Das ist wieder diese neoliberale Struktur, immer größere Klassen, immer mehr Druck. Boah, klar, natürlich. Und deswegen brauchen sie auch Unterstützung von der Gesamtgesellschaft, was ändern zu können. Würde ich jetzt eine abschließende Frage oder eine Frage aufgreifen als abschließende Frage, die weniger in die Richtung geht von was tun, dazu haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten gehört, sondern eher, wer tut es denn? Also wer ist verantwortlich für die Erschaffung neuer Bildungsmöglichkeiten? Und würde Sie drei bitten, einfach vielleicht eine Form von Abschlussstatement zu geben und dann beenden wir die Diskussion mit dieser Frage. Na, wer bin nicht wir? Also es ist trivial, wie es klingt. Alle. Ja, die ganz alle. Alle, überall, genau. Ja. Es ist wirklich trivial, aber und alle ist nicht, ich habe alle nicht jeder Einzelne gesagt, weil es heißt, alle zusammen, also in lokalen Kontexten, wo man sich vernetzen kann und gemeinsam was verändern. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Sehr, sehr wichtig, sich lokal zu vernetzen, aber natürlich gleichzeitig eben dieses globale Denken, die Big Picture auch zu haben. Aber man kann, sobald man das, you know, change the Ich zu mir, dann kann man auch viel mehr leisten und viel mehr Mut haben und viel mehr Energie. Und wir schlagen vor, dass man sich zusammenbringt mit vielleicht nur ein paar anderen Leuten, vielleicht nur eine Person, vielleicht bis zu 15, 20, und dass man sich regelmäßig trifft und dass man dann auch dazu sieht, dass man was Spaß macht, auch zusammen. Vielleicht zusammen kochen oder singen oder tanzen oder meditieren und dann ein Aktivismus zusammen über das Thema. Was ist wirklich los und was können wir machen? Das so ungefähr, so kleine Zellen von Gruppen, die sich dann zusammenschließen, so wie bei diesem Treffen. So glaube ich, können wir die Welt verbessern und ändern. Oh.
Sichtweise habe ich versucht, vorhin in meinem Einführungsreferat zu sagen, hören wir auf zu delegieren, wir fühlen uns selbst betroffen und verhalten uns. Ich habe gesagt, wir selbst sind die Träger und Präger von Bildung. Das ist der erste Punkt. Das heißt, in dem Maße, wie ich selbst frei mich bilde, trage ich dazu bei, dass es diese freie Bildung auch gibt. Zweitens, wir hören auf zu delegieren. Wir hören auf zu glauben, es gäbe erstens zu beschulende Menschen und zweitens zu beschulen und zweitens Schullehrer, deren Aufgabe es ist, für diese sogenannten Kinder oder für diese Schüler vorzugehen. Das heißt also, es hört dieses Objekthafte auf. Und das Dritte, worauf ich speziell hinweisen möchte, wir haben hier in dem Raum eine Person, die sitzt da oben, die hat da praktische Erfahrungen, die sie dann in wenigen, ich glaube, morgen oder übermorgen vorstellen, das lesen die Basen, die in London einen solchen Club gegründet hat, sozusagen aus dem Stegreif heraus, The Otherwise Club. Und das ist einfach ein Beispiel, wie Menschen, die sich zusammen organisieren und diese Selbstbestimmtheit zulassen, wie die auf einmal, ich möchte beinahe sagen, anarchisch, weil das ja gegen die staatliche Behörde ist, wie die auf einmal Dinge hinkriegen. Das heißt aber, ich wiederhole es, dieses bedeutet einen unbedingten Respekt vor der Person, die ich für mich verlange, den ich für mich verlange und den ich natürlich auch als Vertrauen dem Du schenken. Das ist die Frage der Bildung. Es trifft immer mich und dich unmittelbar. Vielen Dank für Ihre Beiträge, vielen Dank für die großartigen Fragen. Wir haben einige der Themen, das war ja das Ziel, besprochen, die nächsten Tage auch weiter diskutiert werden. Ich erinnere an den Anfang Kolonisierung, an die Stichworte der Individualisierung im Verhältnis zu Familie, Staat und Wirtschaft oder auch die Rolle von Technologie. Wir haben jetzt einige andere Veranstaltungen die nächsten Tage, die sich um Bildung drehen. Sie rübergebracht, denke ich, ein dringliches Thema. Unter anderem werden Sie beide einen Film vorstellen, an den Sie jetzt kurz noch anwerben dürfen. Und dann habe ich auch nicht das letzte. So we'll be showing School in the World, which is a film that was filmed in Ladakh by a friend of mine and with my help. And this looks very critically at schooling and sees it as a type of colonialism. And we'll have a discussion. We have a two-hour slot. In einem zweiten Film, den wir auch noch auszugsweise zeigen werden, das ist von Gordian Troller, Verschult und Verschaukelt. Auch da werden wir Auszüge daraus zeigen, sodass wir dann mit Sicherheit eine sehr lebhafte, lebendige Diskussion gemeinsam haben werden. Wann ist das? Morgen um 14 Uhr bis 17.30 Uhr im Raum HS5. 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Bitte um Entschuldigung. Vielen Dank. Ich muss wegfließen, weil ich gleich muss schnell was essen. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen.